Herzlichst willkommen zurück. Breaking News. Wir spielen wieder This Means War. Und diesmal haben wir uns einen Plan überlegt. Ich skippe das Ganze hier mal. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Wir haben uns einen Plan überlegt. Den Plan werden wir jetzt in Etal umsetzen. Und dann werden wir auf jeden Fall Scheiße. Die allerbesten. Bis wir es nicht mehr sind. Beste sein. Wie keiner von mir war. Ich würde sagen, wir kämpfen erstmal. Ja, meinst du? Dann holen wir uns dann erstmal. Okay. Bla bla bla. Bla bla bla. Das Schöne ist, die normalen Lazy kannst du einfach vorladen. Das stimmt, ja. So, Ginas. Weapon. Ist schon weg. Ja, jetzt da hinten. Ist die Hülle da weg. Das ist weit weg vom Repair Kit. Genau, der Plan wäre jetzt relativ weit. Klar, Waffen zerstören, logisch, und weit weg vom Repair-Pack sonst Schaden machen, damit die ans Rennen kommen. Am letzten Mal haben wir festgestellt, wenn man so viel zum Rennen hat, ist es schwierig zu reparieren. Und warum das nicht? Ja. Wenn die Bones machen, dann dürfen die das auch. So. Ich würde auch sagen, dass wir immer gucken, dass wir das Ammo-Ding kaputt kriegen. Weil ja, das ist auch immer gut, weil das müssen die reparieren. Die dann, genau. Einmal die Gegner beschäftigt halten. Das war's schon. Das war ja einfach. Der Anfang, den haben wir langsam raus. Was ist das denn hier? Cooldown. Den Cooler kannst du besser auf die Ammo packen. Wollte ich gerade sagen, dann schmeißen wir doch mal hier in der Ammo rein. So, dann holen wir uns mal im Crewmate. Ah. Da will ich wieder was hinnehmen. Also reparieren ist halt echt. Ja. Eine Sache. Kannst du wieder sehr gut einstellen und bist ja der Profi drin, würde ich behaupten. Ja, dann wäre super Pro. Auf Ammo nicht. Ja, offensive System. Nein. Entschuldigung. Ich muss entweder mit der Tastatur oder mit der Maus steuern. Das muss man besser drauf. Ja, Teleporter, keine Ahnung, was das ist. Also mach es einfach. So, weiter geht's schon. So. Gehen wir mal hier gucken, was hier noch ist. Auf geht's. Also erstmal auf die Ammo. Okay. Zack. Ja. Jetzt haben wir zwar einmal für unten geholt. Hat mein Schaden leider nicht gereicht. Aber macht ja nichts. Der reicht jetzt. Hat der uns ein Loch in die Hülle geschossen, der Sack? Ja, ja, schon wieder, ne? Komm wieder, jetzt schon wieder heile. Unverschämt halt. Oh, mach ich den halt auch ein Loch ins Schiff? So, ja. Was hat er jetzt davon? Bumm. Genau, so, jetzt können wir ihn einmal schießen und müssen erstmal wieder reparieren. Du machst über 5 Schaden, das ist nämlich ganz praktisch. Das heißt, du kannst dich eher darauf konzentrieren, eine Sache komplett auseinanderzunehmen. Ja, so zum Beispiel. Easy win. Easy. Damage. Damage. Ein Hülle. Ein Schul. Den Kampf mitnehmen, ich denke. Mal eben da rausgehen. Oh, sorry. Mal geh mal, Mama. Jetzt kannst du wieder. Ja, nimm den Kampf. Ja, auf ins Gefecht. We are ready. Da ist ja noch jemand cooles Feld drunter. Am Anfang sollte man wahrscheinlich alles mitnehmen. Ja. Kämpfe ja noch verhältnismäßig easy sind. Und kaputt. Ja. Und kaputt. Ey. Ah, lass mal, guck bitte in Ruhe. Was hat denn? Ist so, ne? Geht aber so nicht. Zack, zack, zack. Zap, zarab. Joa. So. Das läuft doch ganz gut so.
Ah. Das läuft ganz gut so, ja. Boom. Komm, nimm mit. Kaputt. Wollen wir mal rein, ne? Haben wir Damage und Damage. Ja, guck mal, dann würde ich sagen, nimmst du ein Damage und ich nehme Damage. Ja, würde ich auch sagen, ja. Das klingt gut. Ganz fair für uns. Ja, finde ich auch. So, wir haben Giselle. Eine Schatztruhe. Anti-Laser IB mit Abort. Kuschelballister. Ja, aber ich würde mal defensive sagen. Ja. Dann nehmen wir den offensiv eben. Waffe können wir die Laser-Turret hört sich auch nicht so schlecht an. Natürlich immer nach hinten stellen, wo man nicht so oft hin muss. Und natürlich fair ja. Nach vorne. Jawohl, ja. Wenn richtig Action kommt, dann kann man. Anti-Laser-Turret. Wirklich nach ganz hinten? Ich glaube, die muss oder man nicht bedienen. Die sind von alleine, deswegen würde ich die ganz nach hinten stellen. Also außer zum Reparieren muss man dann quasi nicht da dran. Ich denke, das ist eigentlich okay. Egal, wo die stehen von der Funktion. Also ich kann da zumindest nicht dran gehen, sagen wir mal so. Nee, ich glaube, die sind ja. Auto. Ein Auto-Laser-Turret. Auto-Laser-Anti-Laser-Turret. So. Dann düsen wir mal zum nächsten Kampf. Jawohl, ja. So, wo schießt der Toto hin? Da Munition. Schießt der Toto hin. Dann... Da auf die Hülle. Geh weg, Watzin. Lass mal ein paar Löcher da rein machen. Mach mal Löcher rein. Mach mal Waffe kaputt. Waffe. Ja, ich habe unten auch schon Waffe angefangen. Ah, habe ich nicht drauf geachtet, Entschuldigung. Passt jetzt gerade ganz gut. Munition. Die ist nämlich dann jetzt eher kaputt, bevor die Waffen repariert sind. Dann müssen die das erst reparieren. Oh, komm schon. Zack, Munition weg. Oh. Deine Waffe auch, okay. Oh. Die waren noch geladen, das ist ja doof. Und wieder genießt. So, das geht ja alles ruckzuck hier. Munition. Die haben zweimal Munition, glaube ich. Oder? Nee. Ach, glaubt ich nicht. Doch, die haben oben die Waffe. Munitionsbot haben die noch. Ah, ja, okay, das ist was anderes. Ja, aber ist jetzt eh vorbei. Oh. Hat geklappt. Da ist Hülle. Plus 1 Hülle. Ja, ich hab bloß Leben. Tu ich mal hier bei. Husch mal hier bei. Zack. Tusch mal da neu. Schild ist ganz gut. In der ersten Runde, die wir gespielt haben, haben wir mal ein Schild vereinbart. Die sind richtig geil, weil man die reparieren muss. So, It's Boss Time. It's Boss Time. Mossi. Ja, ja, komm. Komm da schon. Munition. Munition kaputt. Nice. Unten die Waffe. Ja, mal schön zusammen targeten, gerade solche Waffen, die viel Leben haben. Das ist, glaube ich, auch. Oben die Waffe? Ja. Zionose, 8 Munition. Läuft doch, Jungs. Das läuft. Unten Waffe wieder. Ja. Auf. Nice. Oben Waffe. Ah, ja. Oh. Und unsere Munition ist kaputt. Munition kaputt. Das ist nichts gut. Hallo? Hallo. Tschüss.
Ja. Entspannt weitermachen. Die machen nicht viel Schaden, das lässt sich alles gut reparieren im Moment. Ja. Ja, die haben auch nicht die Möglichkeit, großartig viel Schaden zu machen, weil entweder haben sie keine Waffen oder keine Munition. Ist auch gut so. Ja, da willst du Munition haben, ne? Guck mal. Oh, kaputt. Oh. So sad. So sad. Ey, willst du? Oh, 14. 14 Hülle. Krass. Boah, das ist nice. Dann haben wir hier nochmal eine Hülle. Zack. War eine dabei. Nochmal irgendein. Master Tick Rate for Beam Weapons. Haben wir zwar nicht, aber ich hoffe, dass wir mit dem AE austauschen. 10 Damage. Abgerückt. Lass mich aussteigen. Ist der tot oder zack, der komische Fisch. Und dann würde ich sagen, das ist auch live und dann kriegt dann halt auch die Munition. Ja. So, Level up. Schaden. Damage. Ja. So. Damage. This means warp again. This means warp again. Yep. Enemy guns have armor. Da war das richtig scheiße. Enemy ships have at least one defensive turret. Ich würde tatsächlich auf 2 voten. Ja. Defensive Turrets sind ja auch mal für bestimmte Munitionsarten. Ja, das stimmt. Du weißt aber, was wir jetzt im Shop kriegen. Genau, eine andere Waffe, weil cool, da kann ich zweimal die gleiche Munitionsart haben. Ja. Ja, oh, aber das so gibt im Shop, ne? Gute Waffe. You can use the fire extinguisher to extinguish fires. No shit, Sherlock. Echt? In Trouble hier. Geh mal weg, doch. Das würde ich rerollen. No. Die Ballista ist, glaube ich, nicht next so geil. Ammo spawn. Was ist das denn? Oxygen Bomb? Launches a bomb that damages nearby object, then sucks oxygen from the chip over time. Nicht so interessant, aber ich erstmal rerollen. Ja, mach mal rerollen. Ja, die Ricochet-Ballista ist halt, glaube ich, auch nicht so gut. Die Nate Launcher ist auch nicht gut. So, ich gebe nochmal einen Fuffi aus für rerollen, ne? Ja, mach mal. Ja. Der ist eigentlich nicht schlecht. Würde ich ihn einfach nehmen. Haben wir nicht den Anti-Laser? Wir haben einen Anti-Laser-Turret, glaube ich. Anti-Laser-Turret haben wir ja. Aber der Repeat-Laser wäre nicht verkehrt, oder? Als Waffe. Haben wir eine Laser und das andere ist ja, weiß ich nicht, was das ist. Das sind beide Laser dann. Ja. Das ist doof. Aber ich denke mal, dass so ein Turret halt nicht einen Repeater-Laser komplett abfangen könnte. Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Ich hänge einen Teil ab, ne? Gibt aber der kann halt nur Laser abfangen. Das ist ja, aber unser hat auch 52 Sekunden Cooldown, also werden die das ja wohl auch haben. Ach so, warte mal. Kannst du das an? So, ich überlege, ich nochmal einen Toni ausgeben für Reroll. Weil ich weiß nicht, das Geld, das bringt uns sonst selten was bisher, ne? Naja, also, klar, da hast du ja nur für die Shops. Wenn der ein bisschen Geld kommt, aber oder halt für diesen Shop. Geld mach mal ein Reroll und ich habe ja noch 250, kann denn da, wenn da was bei ist, was kaufen. Shield! Ja, mach doch mal das da. Ja. Zack. Protects areas from the ship. Würde ich zur Munition stellen. Ja. Mal hier rein, ne? Zentral steht. Ja. Zack. So. Nochmal wieder mit teuer sein und wird sich auch nicht mehr lohnen. Ja, wird wahrscheinlich auch nicht lohnen, weil. Da haben wir dann eh kein Geld mehr. Das bringt es nicht. Das bringt es nicht. Aber ich glaube, das ist schon mal eine bessere Taktik als davor, die Male mal ein bisschen mit Kohle auszugeben. Ja, gut, muss ja auch vernünftiges kriegen, ne? Davon mal abgesehen. Aber das scheint ja diesmal zu klappen. Ah, das muss doch bedienen. Ach, okay. Das hält jetzt ein bisschen. Eine gewisse Zeit lang. Okay. Ja, dann direkt mal zum Kampf. Sorry. Achso, jetzt bin ich Ausrufezeichen. Ja, alles gut.
Was Him from wir? Afar. Scripper Savage Field. Boah. Ja, ne? Durch. Einfach durch. Ist bestimmt ein Kampf. Merchant, oder? Hey, Merchant. Willkommen, du mein Space Shop. Tja. Ich kann sowieso nichts, aber ich wäre, glaube ich, für den Repair Pulse, ne? Ja. Ja. Das kann ich für die Kohle abgezogen kriegen, aber. Der hat. Wahrscheinlich der die hat. Oder von allen ja, gleich. Ich finde von allen gleich, weil ich nichts hatte. Ich das ist ja auch im Endeffekt scheißegal, also. Ja. So, auch hier hin, ja, ne? Ja, stell das, da mal hin. Ja, würde ich sagen. Jo, das war doch schon mal gut. Das war gut. Ah. Ja, und dann. Fight. Kämpfen die dies. Let's fight. The we had to but firm the blah. Ja. Genau. Ja, ja. Ich glaube, die haben meine Mutter beleidigt. Okay. Ich glaube auch. Ich glaube, die haben Timos Ramser beleidigt. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt hier, aber nee. Also. So nicht. Jetzt kommen die wieder mit ihren Raketen da an. Muss ich dann loslassen, okay. Raketen ist halt dieses plus ein C-Ding echt ganz praktisch. Da drauf. Nein! Da, wieso hab ich jetzt. Wo hab ich denn jetzt hingeschossen? Das ist meine Pflanzenmunition. Toll, meine Waffe ist kaputt. Das ist doof. Aber ja. Team Fox ist auch kaputt. Das ist jetzt aber unpraktisch. Repair Boost. Oh, der geht auch. Okay, der ist auf eine einzelne Person, der Repair Boost. Der boostet dich halt. Aber da kannst du auch richtig. Oh, zack, durch. Boah, das geht fix. Lass mal jetzt da oben die Waffe wegmachen. So. Kümmern wir um die Raketen. Die Waffe da wegkommt. Nein, Munition hat auch einer B. Drück mal einer den Repair-Knopf oben im Lager. Ja, perfekt. Das hat nicht gereicht, Mann! Ja, ich spotted. Was? Ach, die haben Anti-Laser-Turret da drin stehen gehabt. Ja, ja, hab ich gerade auch gesehen. Da ist ein bisschen Hülle kaputt. No. Weniger Cooldown. Weniger Cooldown auf den Repair Boost? Oder auf unseren Laser-Turret? Repair Boost hat sich ja nicht kann. Also, Repair Boost hat sich gut an, ja. Oder auch dieses plus 1 HP-Ding da, oder immer. Beide ganz praktisch für sowas. No. Ja, den Repair-Ding meinte ich ja. Entschuldigung. Ja. Repair-Boost haben wir. Wo steht der eigentlich? Der steht ganz vorne. Hier vorne. Hinterm Cockpit steht. Warte. Ja, ja. Warte. No. Good. Jetzt Ganze. Wir haben da hinten zwei Anti-Laser-Turrets stehen, die Penner. No.
haben sie mich rausgezogen, die Schweine. Nein! Sinn, mach was. Ja, kann ich mal schneller sterben? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Das dauert lange, ja. Ja. Oh, wir brauchen ja Feuerlöscher. Ich habe doch gerade ein Repair-Pack dabei. Mach mal eben ganz kurz das Loch drum wieder fertig. Kaputt. Oh, die Guacamole. Alter! Teilweise gehen die aber echt steil, ne? Ja, toll, jetzt ist meine Waffe kaputt. Und burn the Pompi da. Oh Gott, burn ist hier löscht. Also, darf ich da jetzt einsteigen? Für den Feuerlöscher nicht mehr haben. Meine Fresse, ey. Mein Ernst, ey. Ja, ziemlich. So. Die machen auch noch hier Burn-Effekte, ey. Da hängen bleiben. Ah, oh, diese scheiß Anti-Laser-Turrets da oben, ne? Ja. Leben. Wo leben? Mal so ein bisschen Leben hier. Mach immer so ein bisschen Leben. Wer soll es bekommen? Die Munition. Oh. Komm, packen die Munition. Gut. Kiste. 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 Na, ja, jetzt gut Schaden kriegt. Missile Launcher ja, und Damage Bomb. Das würde ich nehmen, ja. Also, offensive. Okay. Der Toto, das haben, wenn er möchte, den Missile Launcher. Dann nehme ich den. Schicke ich den Bomben-Ding hier hinten wieder hin. Damage Bomb. Ja. Eins und zwei. Sehr gut, sehr gut. Sehr. Ja, zeig mal, was du kannst mit dem Missile Launcher. Das Single Shot oder was? Schießt er irgendwo hin oder? Nee, du kannst den kannst halt kannst schon mit zielen. Okay. Drei Schuss. Okay. Au! Zack. So.
da hinten sieht nicht so gut aus. Mal zwei. Oh, ja, der Missile Launcher. Semi. Achso. Ist halt wieder Rocket Launcher, ne? Wieder Grenade Launcher. Ah, okay. Ist er dann fallen? Glaubt ihr wohl. Ja, Frau, ich muss dir gleich antworten. Genau, aber nicht, ich muss schießen. Komm, wir schaffen das. Kaputt. Gott sei Dank. Ja, Mr. Launcher, nicht ganz so toll. Triffst du ein paar Sachen mit, aber oh, die Bombe kriegen wir da, glaube ich, nicht weg. Nein! Echt jetzt? What? Da war eine Bombe vor unserem Schiff, an die wir so nicht dran gekommen sind. Ah, schön. Sehr gut. Ja. Ich sage, ja, nächstes Mal machen wir das besser. Captain Z. Aber das ist wichtig. Das ist wichtig. Propeller. Das ist wichtig. Ich habe Captain Z gekriegt. Ich habe auch Captain Z. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wieder heißt, wir tun versuchen unser Bestes. Sie waren stets bemüht. Tschüss.